Den ganzen Tag hatten die verlorenen Kinder versucht, Peter an all das zu erinnern, was er schon so lange vergessen hatte. Leider mit keinem großen Erfolg. Oder um genau zu sein, mit gar keinem. Peter hatte einfach keine Fantasie mehr. Deshalb konnte er auch keinen wunderbaren Gedanken finden. Konnte nicht mit den verlorenen Kindern spielen. Vom Fliegen ganz zu schweigen. Aber immerhin, er hatte sich redlich bemüht. Dementsprechend war er am Abend völlig geschafft und hungrig. Umso mehr freute er sich auf das Essen und wankte fast kraftlos auf den gedeckten Tisch zu. Oh ja. Nein, 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 nein. Wir essen ohne Bestecke. Wozu habt ihr Bestecke? Wir haben sie, damit wir nicht damit essen müssen. Wir sprechen das Dankgebet. Bitte, lieber Gott. Lass uns doch. Oh, hey, lass uns das schmeißen. Oh nein, er tut ja nicht los. Wie die Wilden fielen die verlorenen Kinder über das Essen her. Doch Peter glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Da war überhaupt kein Essen. Die Teller und Schalen waren leer. Und dennoch taten die Kinder so, als ob sie die feinsten Delikatessen vor sich hätten. Sie griffen immer wieder ins Leere, aber sie schmausten und schmatzten, als hätten sie noch nie etwas Besseres vor sich gehabt. Alles, was ich am liebsten immer esse. Jams, Lammi-Äpfel und Bananenbrei. Spürt's dir runter, Flaschenkürbis und Poi-Poi. Ist doch gut. Willst du das noch essen? Nein, bitte. Iss. Was soll das heißen? Wo ist das richtige Essen? Wenn du dir nicht vorstellen kannst, Peter Pan zu sein, wirst du niemals Peter Pan. Jetzt ist auf. Essen? Was denn? Hier ist nichts zu essen. Gandhi hat mehr gegessen. Weißt du nicht mehr? Früher war das dein Lieblingsspiel. Ich brauche jetzt keine Spiele. Ich brauche was zu essen. Ich will ein Steak. Ich will Eier. Ich will vernünftigen Kaffee. Iss nicht. Du kannst dich sonst wo reinbeißen, du verknitterter Fettsack. Hm? Du bist ein sehr ungehobelter junger Mann. Du schneckenfressender Wurm. Hey, da fällt dir doch wohl was Besseres ein. Sowas darf man doch nicht unterstützen. Lass endlich mal was kommen, du Kalkbirne, du feister, schlapparschiger Spucknapf. Rufio! Du bist ein armseliges Vorbild für diese Kinder, damit das klar ist. Du bist ja nicht mal auf dem Niveau der vierten Klasse. Hämorrhoidaler Saunabel. Auf dem der fünften, meinetwegen. Pickeltriefendes, Schweinefurz, schnüffelndes Blubbermaul. Jemand hat hier ein ziemliches Kackermundwerk, und zwar du. Du Furzfließbandfabrik, schneckenschleimiger Sack voll Rattenkotze und Katzendärme. Käsiges, altes, schuppenflechtiges, pickelquetschendes Fingerpflaster. 2 Wochen alter Magenburger mit allem drum und dran und Filzläusen extra. Yeah! Aushilfschemie-Referenter. Rufio, los, mach ihn fertig. Wanzenhals. Mathelehrer. Froschgesicht. Gefängnisfriseur. Muttersöhnchen. Kurzsichtiger Gynäkologe. In die Fresse, Kuh, Mistpresse. Hinten rein, Krötengebein. Eckiges, dreckiges, fleckiges, speckiges Ultraschwein. Du Rotzkotz, Notz, Protzig, Motz, Kater, Trotzklotz. Bangering Peter! Du Mann! Du dämlicher, dummer Mann! Wenn ich ein Madenburger bin, dann komm doch hier und iss mich! Du zweifarbiges, zebrastreifiges, schleimtriefendes, furunkelbrütendes Paramezium-Hirn, mampfst auf deiner eigenen Spucke, vollgestopft bis unten hin mit Peter Pan-Neid! Was ist ein Paramezium-Hirn? Ich sag euch, was ein Paramezium ist! Das ist ein Paramezium! Eine Bazille ohne Hirn, und was noch besser ist, sie kann nicht fliegen! Du kommst mir nicht mehr blöd, Mann! Ich bin Anwalt! Dann links, 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 Rufio! Rufio! Ach, Rufio, möchtest du nicht noch ein klein wenig mit der Hundeschnauze lutschen? Da! Peter hatte in eine der leeren Schalen gegriffen und so getan, als ob er Rufio etwas ins Gesicht werfen würde. Und siehe da, auf einmal befand sich in Rufios Gesicht eine klebrige, schleimige Masse, die langsam
hinuntertriefte. Staunend blickten die verlorenen Kinder Peter an. Du kannst es wieder. Ich kann was? Peter, jetzt hast du deine Fantasie wieder. Du spielst wieder mit uns, Peter. Du kannst es wieder. Peter, du kannst es wieder. Er spielt wieder mit uns. Trink dein Poi-Poi, Peter. Wie schmeckt's dir? Bangerang. Peter! Komm! Hey, Poppy! Fang! Guck mal, da kommt was! Hey, Peter! Tja, nicht nur, dass auf einmal alle Schüsseln und Teller voll der leckersten und schönsten Speisen waren. Es war plötzlich die tollste Schlacht im Gange. Die Kinder und Peter bewarfen sich mit Pudding, Brei und Spinat, dass sie bald wie kleine Monster aussahen. Nur Rufio beteiligte sich an dem Spaß nicht. Dafür griff er nach einer Kokosnuss, um sie nach Peter zu werfen. Hey, Peter Pan, fang auf! Peter, sei vorsichtig! Peter, pass auf! Glöckchen und die Kinder wollten Peter noch warnen, aber Rufio hatte die Kokosnuss schon geworfen. Doch blitzschnell hatte Peter nach einem Schwert gegriffen und die Nuss genau in der Mitte, noch im Fluge, in zwei Teile geteilt. Staunend blickten die verlorenen Kinder auf Peter, der selbst völlig fassungslos auf die halbierte Kokosnuss starrte. Rufio zog sich schweigend zurück und auch die anderen verließen nach und nach die Tafel und gingen schlafen. Peter saß noch in Gedanken versunken an einen Baum gelehnt, als plötzlich einer der Jungen nochmal auf ihn zukam. Peter? Kann ich mit dir reden? Klar doch. Ich habe mich an Toodles erinnert. Tatsächlich? Er war auch einer von uns. Woher kennst du denn Toodles? Er war doch ein verlorener Junge. Das sind seine Murmeln. Alle seine wunderbaren Gedanken. Er hatte wirklich nicht alle Murmeln beieinander. Ja, er hatte sie nicht mehr alle. Peter, weißt du noch was? Was denn? Ich helfe dir mit meinen wunderbaren Gedanken. Was ist denn das für ein Gedanke? Mein wunderbarster ist meine Mutter. Weißt du, wer seine Mutter war, Peter? Ich wünschte, ich täte. Ist das nicht ein Es war Maggies Stimme, die da aus der Ferne an Peters Ohren drang. Sie sang ein Lied, das Moira ihr abends immer vorgesungen hatte. Und da wusste Peter, dass Maggie ihr Vertrauen und ihre Zuversicht noch nicht verloren hatte. Aber auch Kapitän Hook hatte begriffen, dass Maggie die stärkere Bindung an ihre Eltern hatte. Also galten seine Bemühungen, die Kinder auf seine Seite zu ziehen, hauptsächlich Jack. Deshalb verbrachte er auch so viel Zeit wie nur möglich mit ihm. Schon in aller Frühe ließ er den Jungen am nächsten Morgen in seine Kajüte bringen. Er wollte gerade wieder mit seinem Unterricht anfangen, als er plötzlich ein Geräusch vernahm. Es war das Ticken der Taschenuhr, die Jack von seinem Vater bekommen hatte und die er noch immer bei sich trug. Und wenn Kapitän Hook eine unangenehme Erinnerung mit sich trug, dann war es das Ticken von Uhren. Was ist das? Ich höre etwas. Ich höre es wieder. Smee, das Krokodil ist wieder zum Leben erwacht. Tick-Tack,
Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Ist das die Uhr? Ihr habt das Krokodil vor langer Zeit abgemurkst. Wir machen überall die Uhren kaputt. Der kleine Wichtel wollte nichts Böses. In unser Museum, sofort. Tja, jenes Krokodil, von dem da soeben die Rede war, hatte damals durch Peter Pans Schuld Kapitän Hooks Hand gefressen. Danach machte es sich das Tier zum Ziel, auch noch den Rest des Piratenanführers zu erwischen. Seitdem lebte Hook immer in Angst vor dem Krokodil. Weil es aber mal einen Wecker verschluckt hatte, wurde der Kapitän immer durch das laute Ticken rechtzeitig gewarnt. Und eines Tages gelang es ihm sogar, das Tier zu erlegen. Aber noch immer hasste Hook das Ticken von Uhren. Und deshalb hatte er ein Museum eingerichtet, in dem lauter zerschlagene Uhren lagen. Vorbei an laut brüllenden Marktschreiern ging Hook nun mit Smee und dem jungen Jack zu diesem Museum hinüber. Gelbe Enterbeile, neu und gebraucht, wirklichen Schaf und ohne Rost. Schatzkarten, authentische echte Schatzkarten, jeder sein eigener Schatzsucher, bei Misserfolg, mit der Geld-Zurück-Garantie. Oh, verstummte Uhren, alle haben ihren letzten Takt getickt und jetzt steht alles zum Besten. Hör gut hin. Ich höre ihn aber gar nicht. Genau, das nenne ich gute Form, ganz richtig, Jack. Siehst du das? Komm mal zu mir, nimm ihn ruhig in die Hand. Das ist Barbecues höchstpersönlicher eigener Wecker. Er war wahrlich ein berüchtigter Pirat. Und weißt du was, den habe ich zerschlagen, sofort, als ich damit fertig war, ihn auszuweiden. Und sein Schiff gab so ein hübsches Freudenfeuerchen ab. Und was für ein hübsches Feuerchen. Was ist das? Ich höre. Ein Ticken! Nein! Wie, stell es auf! Mach das Ticken aus! Stell es ab, das Tick-Tack! Wie besessen schlug der Kapitän um sich und zertrümmerte die ohnehin schon zerschlagenen Uhren vollends, bis er endlich merkte, dass das Ticken von der Taschenuhr kam, die Jack in seiner Hand hielt. Ihr tickt doch gar nichts, ihr kann überhaupt nichts ticken. Meine Güte. Das ist für das Ticken, das es nie wirklich gegeben hat. Hol die Uhr seines Vaters. Sofort. Nur zu. Du weißt, du wünschst es dir. Du willst es versuchen. Nur zu. Hook hatte die Taschenuhr auf einen Tisch gelegt und Jack einen großen Hammer in die Hand gedrückt. Er wollte in dem Jungen Hass erwecken. Hass gegen seinen Vater. Und es klappte. Mit zitternden Händen holte Jack zum Schlag aus. Das ist dafür, dass er mir immer verboten hat, Blasen im Kakao zu machen. Großartige Form! Bravo! Bravo! Das ist wunderbar. Dass er mir verboten hat, auf meinem Bett Trampolin zu springen. Ja! Dass er mir immer Versprechen gegeben und sie gebrochen hat. Dass wir nie was zusammen machen konnten. Für einen Vater, der nie für dich da war, Jack. Jack, für einen Vater, der euch auf dem Schiff nicht geholfen hat. Er wollte uns nicht helfen. Er konnte euch nicht helfen, Jack. Ich weiß nicht, er wollte nicht. Er wollte es nicht mal versuchen. Er war da und wir waren da. Er wollte es nicht versuchen. Jack, er wird es versuchen. Und irgendwann musst du dich der Frage stellen, wenn der Zeitpunkt kommt, wirst du immer noch wollen, dass er dir hilft. Du brauchst jetzt nicht zu antworten. Nein, 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 nein. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du sein kannst, was du selber dir wünschst. Was früher dann zu Hause hieß, ist nur ein Hort von gebrochenen Versprechen, den du vergessen musst. Hm? Ein was? Habe ich dir jemals mein Wort gegeben, Jack? Und dann habe ich es gebrochen. Hm. Habe ich das, mein Sohn?
Huck hatte es also tatsächlich geschafft, Hass in dem Jungen zu wecken. Nun brauchte er nur noch sein Herz zu erobern und auch da hatte er bereits einen Plan. Er ließ an Bord seines Schiffes ein Baseballspiel vorbereiten. Zur gleichen Zeit waren Peter Pan und die verlorenen Kinder dabei, einen Rettungsversuch zu unternehmen und schlichen vorsichtig auf das Schiff. Vorwärts, los jetzt! Ich fürchte, das ist kein gutes Spiel. Stilhook sagen, du brauchst es nur schnell zu tun. Das macht dich stolz. Und dann kräst du wie Pan. Drosilda, stülp mir endlich diesen Handschuh über. Das Spiel fängt jeden Moment an. Wo ist mein Shampoos? Ich brauche meinen Shampoos. Hooks Haken, da liegt sein Haken. Da liegt der Haken. Stiel, Hooks Haken. Ja. Während Peter nun vorsichtig auf den Haken Hooks zuschlich, begann das Spiel. Und als Peter seinen Sohn sah, hielt er inne und sah dem Ereignis zu. Verwirrt und verständnislos blickten sich die verlorenen Kinder an. Los, zeig ihm, Junge! Los, zeig ihm, was eine Hacke ist! Jackie, mein Junge, Jack! Das ist für all die großen Spiele, die dein Daddy verpasst hat. Huck wird nie eines deiner Spiele verpassen, mein Sohn. Du bist fast da, jetzt hol ihn dir. Wo guckt er denn dauernd hin? Er soll machen. Er ist so dicht los mit dir. Die Frau deiner Nase. Hol ihn, Peter. Worauf wartest du? Mach schon. Vorwärts, Jack. Ja, so ist gut, ja. Vorwärts, Mie. Zeig ihm's Mie. Jack hatte diesen schwierigen Aufschlag nun endlich geschafft. Er war nun der Held, der strahlende Sieger des Tages. Entsetzt sah Peter, wie Hook immer mehr und mehr das Herz seines Sohnes eroberte. Er rannte zurück an Land und hatte nur noch einen Wunsch und Gedanken. Er wollte fliegen. Ich muss fliegen. Wunderbare Gedanken. Irgendwas Wunderbares. Wunderbare Gedanken. Wunderbare Gedanken. Irgendetwas. Ich brauche nur einen wunderbaren Gedanken. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Ich kann's! Tja, Peter war von einem kleinen Felsen gesprungen und hatte natürlich prompt eine Bruchlandung hingelegt. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Baum und war von dem Schlag völlig benommen. Doch als er dann so langsam wieder klar sehen konnte, erblickte er eine Einkerbung in der Baumrinde. Doodles, Wendy, John, Michael, Peter. Hier und wieder wurde so langsam eine Erinnerung in Peter wach. Hier war sie, die Höhle, in der sie alle zusammen damals gehaust hatten. Direkt hinter dem Baum. Langsam schob er einige Zweige beiseite und legte den Eingang frei. Mit einem kleinen Sprung hüpfte er in die Höhle und sah sich in geduckter Haltung um. Vieles sah aus wie früher, aber das meiste war verbrannt. Dass auch Glöckchen in der Höhle saß, hatte Peter noch gar nicht bemerkt, als er sich aufrichtete und sich an der Decke den Kopf stieß. Au! Sei vorsichtig, Peter. Du bist viel größer als früher.
Bitte sag doch was. Gefällt dir mein Kleid? Du siehst wunderhübsch aus. Was ist denn der Anlass? Du. Eine Willkommenshausparty. Was ist dir passiert? Huck. Huck? Der kommt nicht wieder, der ist verbrannt. In diesem Moment fiel Peters Blick auf einen Fingerhut, der auf dem Boden lag. Und da erinnerte er sich auch wieder daran, dass er damals den Fingerhut für einen Kuss gehalten hatte. Kuss? Wendy. Das ist Wendys Haus. Toodles und Nips haben es ihr gebaut. Es fällt mir wieder ein. Wendy hat oft auf dem Stuhl gesessen. Ja. Aber der stand nicht da, der stand hier. Und wir saßen dann hier, während sie Kleider flickte und uns Geschichten erzählte. Sie schlief hier. Glöckchen, dein Schlafzimmer war hier drin. Ja. Der kleine Michael hatte sein Weidenbettchen genau hier. John. John, John? Daddy. Mein Daddy. Mutter hat ihn mir immer zur Gesellschaft in den Kinderwagen gelegt. Ich weiß, wer meine Mutter war. Ich erinnere mich an sie. Und im Geiste hörte er die Stimme seiner Mutter. Das kannst du dir glauben, wirklich ganz hervorragend. Zuerst schicken wir ihn nach White, dann nach Hoxford. Und danach, wenn er sein Examen hat, bereitet er sich auf das Richteramt am obersten Gericht vor. Und nimmt sich Zeit für Ehe und Familie und so fort. Genau wie sein Vater. Wünschen sich das nicht alle Eltern für ihre Kinder? Ich hatte Angst, weil ich nicht groß werden wollte, weil jeder, der groß wird, irgendwann einmal stirbt. Darum lief ich fort. Glöckchen, du hast mich gerettet. Du nahmst mich mit ins Nimmerland. Du lehrtest mich fliegen. Aber ich war doch noch ein kleiner Junge und mir fehlte meine Mutter. Darum beschloss ich, nach Hause an mein eigenes Fenster zu fliegen. Aber es war verschlossen. Sie hatten mich ganz vergessen. Ich fand andere Fenster, die ich besuchen konnte. Solche, die mir nicht verschlossen und versperrt waren. So begegnete ich Wendy. In ihrem Kinderzimmer jagte ich meinen Schatten. Ich dachte, dass mein Schatten und ich verschmelzen würden wie zwei Wassertropfen. Junge, warum weinst du denn? Wie heißt du? Wendy Moira Angela Darling. Wie heißt du? Ich kam viele Male wieder, um Wendy zu holen. Immer im Frühling. Peter! Und Wendy wurde immer älter und älter. Und irgendwann kam ich zum letzten Mal. Peter, ich kann nicht mit dir kommen. Ich habe vergessen, wie man fühlt. Ich bin alt, Peter. Dass ich 20 war, ist viele Jahre her. Schon seit langer Zeit bin ich erwachsen. Nein, 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 du hast es versprochen. Ich habe schon sehr lange selber Kinder. Die haben auch schon selber Kinder. Das ist meine Enkelin, Moira. Sie schlief da in dem Bett. Als ich sie schlafend da liegen sah, in diesem Augenblick veränderte ich mich für immer. Ich gebe ihr jetzt einen Kuss. Nein, nein, Peter, keine Fingerhüte, keine Knöpfe. Tu es nicht, es würde Moira das Herz brechen, wenn sie feststellen muss, dass sie dich nicht halten kann. Nein. Ich meine, einen richtigen Kuss. Jetzt verstehe ich, warum du keinen wunderbaren Gedanken findest. So viele Erinnerungen, die schmerzvoll für dich sind. Nein, Daddy. Nicht Daddy. 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 Und noch einmal erinnerte sich Peter an einen Moment in seinem Leben, den er schon lange vergessen hatte. An die Geburtsstunde seines Sohnes Jack. Ich weiß, warum ich damals zurückkehrte.
Ich weiß, warum ich erwachsen wurde. Ich wollte Vater sein. Ich bin ein Daddy. Ein wunderbarer Gedanke. Da ist er. Da ist er. Jetzt habe ich ihn! Ja, jetzt hatte er ihn, den wunderbaren Gedanken. Und er wirkte sofort. Denn Peter hob nun ohne Schwierigkeiten vom Boden ab und flog. Ja, er konnte tatsächlich wieder fliegen. Stolz und voller Freude schwebte er zu den verlorenen Kindern hinauf. Peter Pan! 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 Er fliegt! Er fliegt! Pan ist wieder da! Pan ist wieder da! Fast übermütig schoss Peter in der Luft umher, bis er schließlich vor den Kindern landete. Und da plötzlich trat Rufio hervor, ging auf Peter zu, legte ihm sein Schwert zu Füßen und sprach: Du bist der Pan. Du kannst fliegen, du kannst kämpfen und du kannst krähen. Der Jubel und die Freude waren natürlich riesengroß. Endlich, endlich war er wieder da. Peter Pan, so wie ihn alle kannten und liebten. Er tollte und spielte mit den Kindern herum und benahm sich selbst immer mehr wie ein Kind. Glöckchen beobachtete das alles mit einem gewissen Misstrauen und zog sich schließlich in ihr kleines Baumhäuschen zurück. Es dauerte gar nicht lange, bis Peter ihr nachgeflogen kam. Glöckchen, bist du da drin? Ist dir traurig? Nein, geh weg, ich bin nicht hier und nicht traurig. Oh, du bist krank. Brauchst du vielleicht ein Pflaster oder ein Thermometer? Thermometer machen es gleich besser, so hat Nips die Wendy-Dame gesund gemacht. Oh nein, Peter, es geht darum doch gar nicht. Oh doch, und wie? Nippst du das Thermometer in den Mund? Ach, Glöckchen, erleben wir nicht die tollsten Abenteuer. Du weißt doch wohl, dass deine Kinder zu retten dein nächstes Abenteuer ist. Kinder? Peter Pan hat Kinder? Was tust du hier in dem Land? Oh, das ist leicht. Ich bleib immer ein Junge und hab meinen Spaß. Das ist ein schönes Spiel. Frag mich doch noch was. Und da wurde Glöckchen richtig böse. Dabei begann sie plötzlich zu wachsen. Wurde immer größer und größer, bis ihr kleines Häuschen schließlich platzte und sie genauso groß war wie Peter. Du hast dein Haus kaputt gemacht. Warum tust du das? Du siehst so riesenhaft aus. Das ist der einzige Wunsch, den ich mir jemals selbst erfüllt habe. Oh, Peter, dieses Gefühl ist das Größte, das ich je im Leben gefühlt habe. Das größte Gefühl, das ich jemals hatte. Und ich bin zum ersten Mal groß genug dafür. Peter, ich gebe dir jetzt einen Kuss. Nein, ich meine einen richtigen Kuss. Ich liebe? Ja. Moira. Ich liebe Moira. Jack und Maggie. Ich habe einen Plan. Glöckchen. Los, du musst auch mitkommen. Aber danach gehst du weg und wirst niemals zurück.
Warum starrst du mich denn so an, Peter? Geh sie befreien. Geh doch endlich und befreie sie. Du verrückter Esel, los. Glöckchen. Wieder hatte Glöckchen ihren Elfenstaub über Peter versprüht. Und er musste kräftig niesen. Aber er hatte nun endlich einen Plan. Einen Plan für die Befreiung seiner Kinder. Und so machte er sich mit seinen Freunden abermals auf den Weg zum Schiff des Piratenkapitäns. Der stand zur gleichen Zeit neben Jack und hatte ihn nun vollends zu seinem Sohn gemacht. Der Junge stand da, genauso gekleidet und mit einer ebensolchen schwarzen Lockenpracht versehen wie Hook. Und Hook war gerade dabei, Jack einen Ohrring zu schenken und wollte ihn zu diesem Zweck mit seinem Haken ein Loch ins Ohr bohren. Du musst wissen, Jack, es ist im Leben eines Piraten etwas Besonderes, wenn er seinen ersten Ohrring erhält. So ein wahrlich wundervolles Gefühl, so wie das allererste Mal, wenn du jemanden mit dem Säbel durchbohrst. Wohlan, Jack. Ich werde dich jetzt bitten, deinen Kopf ein wenig zur Seite zu legen. Etwas mehr. Sehr gut. Und nimm deinen Mut zusammen, weil dir das jetzt wirklich sehr wehtun wird. Smee, was ist das? Wer ist das, Kapitän? Es ist Peter Pan. Sind wirklich 3 Tage vergangen? Es ist wahr, Peter. Die Zeit hat Flügel. Genau wie du, wie ich sehe. Wie hast du es nur geschafft, dich wieder in dieses schmeichelhafte Trikot hineinzuzwängen? Gib mir meinen Sohn zurück. Dir und deinen Männern wird nichts passieren. Willst du das nicht den Jungen entscheiden lassen, Jack? Hier ist Besuch für dich. So. Jack, gib mir die Hand. Ich bringe dich nach Hause. Ich bin zu Hause. Haha, ausgezeichnete Form. Da siehst du, Peter, er ist mein Sohn. Er liebt mich von Herzen. Und ich bin bereit, ebenso von Herzen für ihn zu kämpfen. Ich musste lange darauf warten, dir hier mit die Hand zu schütteln. Peter Pan, so nimm von meiner Hand den Tod. Ruchloser und finsterer Mann, erwarte den Deinen. Wenn du erst massakriert und Blut vergossen hast, hörst du nie wieder auf. Ach, das Piratenleben, mein Junge. Jack! Jack! Kennst du nicht irgendwo her? Nein, Junge, der ist dir noch nie unter die Augen gekommen. Jack, stell dir bloß vor, ich hab meinen wunderbaren Gedanken. Ich hab 3 Tage dafür gebraucht. Und rate mal, was dann passiert ist. Ich hob ab. Und weißt du, was mein wunderbarer Gedanke war? Das warst du. Totale Flugangst. Peter hatte den Kampf mit Captain Hook unterbrochen und gab nun das Zeichen zum Angriff. Und sofort stürmten die verlorenen Kinder das Schiff und gingen auf die Piraten los. Bangerang! Militär, wir brauchen ja jeden Mann. Wenn irgendwer noch nicht kämpfen sollte, schnell her zum Schiff! Formiert euch! Formiert euch! Jetzt zeigen wir ihm das weiße Licht, aus dem wir gemacht sind. Im Namen des schwärzesten Fegefeuers, dem ihr entsprungen seid, Angriff! Jetzt! Feuer!
Männer gewannen so langsam immer mehr Oberhand über die Piraten. Aber sie hatten den Kampf noch lange nicht gewonnen. Schließlich gelang es Rufio, sich bis zu Captain Hook durchzukämpfen und ihn anzugreifen. Rufio! Rufio! Nein! Der alte Mann gehört mir. Meine Maggie. Peter hatte gerade den Kampf mit Hook aufnehmen wollen, als die Hilfeschreie seiner Tochter Maggie an seine Ohr drang. Ein Pirat versuchte, sie ins Schiffsinnere zu verschleppen. Doch Peter floh zu ihm hinüber und griff ihn an. Maggie! Maggie! Sei ruhig! Sei ruhig! Ja! Ja, Daddy! Maggie! Daddy! Daddy! Peter Pan ist mein Dad? Maggie! Ich will dich nie wieder verlieren. Ohne Schwierigkeiten hatte Peter Maggie von den Piraten befreit. Doch zur gleichen Zeit begann ein erbitterter Kampf zwischen Rufio und Captain Hook. Rufio! 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 Hucki, ich hab den Hucki. Huck, nein! Doch Peter kam zu spät. Rufio war einen Augenblick unachtsam gewesen. Und Hook hatte die Gelegenheit genutzt und mit seinem Schwert eiskalt zugestochen. Entsetzt nahm Peter den sterbenden Jungen in seine Arme. Weißt du, was ich mir wünsche? Was? Ich wünschte, ich hätte einen Vater. Wie dich. Alter, es tut mir so leid. Bist du bereit für mich, Peter? Komm her. Komm an den Haken. Dad? Kannst du mich nach Hause bringen? Was soll das heißen? Du bist bei mir zu Hause. Peter! Was soll denn das werden? Zuerst wollte Peter den Kampf mit Hook aufnehmen. Doch dann ließ er ihn einfach stehen und wandte sich den verlorenen Jungen zu, die die Piraten inzwischen überwältigt hatten. Ihr habt gesiegt! Wo willst du hin? Komm wieder her und kämpf mit mir! Sonst verfolge ich dich bis ans Ende der Welt! Komm, Warenpeter, komm her! Dir fehlt eine Mutter, dann wärst du nicht so fürchterlich böse! Peter! Ich schwöre es dir, wo du auch steckst, wohin du auch gehst! Ich schwöre, du wirst immer wieder Dolche und Briefe von James Hook finden! Noch in den Schlafzimmertüren der Kinder deiner Kindeskinder! Hast du das verstanden? Was willst du noch, alter Mann? Nur dich. Das kannst du haben, James Hook. Pan der Rächer ist wieder da. Und der Haken erwartet dich, Peter Pan. Weg mit den Schwertern. Diesmal geht's um Hook oder nicht. Erwarte deinen Tod, Peter. Der Tod wäre mir ein großes Abenteuer. Das Einzige, was du noch erleben wirst. Irgendwie bist du mir größer im Gedächtnis. Für einen Zehnjährigen bin ich groß. Ohne Fleiß auch kein Preis. Gut in Form, alter Mann.
Da, in diesem Moment hatte es Hook geschafft, Peter zu entwaffen. Kalt lächelnd setzte er seine Klinge an Peters Hals. Dass du nicht wirklich Peter Pan bist, ist dir doch klar. Das ist alles nur ein Traum. Wenn du aufwachst, bist du wieder Peter Bunning, ein kalter, selbstsüchtiger Mann, der viel zu viel trinkt, dem Erfolg hinterherrennt und vor Frauen und Kindern am allerliebsten fliehen möchte. Ich glaube fest an dich. Ich glaube fest an dich. Ich glaube fest an dich, Peter. Ich glaube fest an dich. Du bist der Pan. Du bist der Pan. Ich glaube fest an dich, Peter Pan. Mit diesen Worten gaben Glöckchen und die Kinder Peter Kraft, neue Kraft, um weiterzukämpfen. Mit einem Ruck befreite sich Peter von Hook und nahm den Kampf aufs Neue auf. Warum warten wir bleiben? Jetzt bringen wir es zu Ende. Du gemeiner Schurke! Nein! Peter hatte mit seinem Schwert unter Hooks schwarze Lockenpracht gehakt, die plötzlich in hohem Bogen durch die Luft flog. Und siehe da, zum Vorschein kam Hook als alter und glatzköpfiger Mann. Das nenne ich Form, Peter. Ich bin geschlagen. Gib mir meine Würde zurück. Du hast schon meine Hand. Du schuldest mir etwas. Du hast Rufio getötet. Du hast meine Kinder entführt. Du verdienst den Tod. Stich, Peter Pan. Stich zu. Daddy, lass uns nach Hause gehen. Bitte. Er ist nur ein böser alter Mann, der keine Mami hat. Ja, wir gehen nach Hause. Er tut uns sicher nichts mehr. Maggie, Gott segne dich, das nenne ich Form, Jack. Stellt euch vor, was wäre das wohl für eine Welt ohne einen Kapitän Hook? Du gehst sofort auf dein Schiff und setzt Segel. Und ich will nie wieder dein Gesicht in Nimmerland sehen. Peter! Du Narr, Hook ist Nimmerland! Wann immer Kinder darüber lesen, wird es heißen, so verschied Peter Pan. Hinterrücks hatte Hook Peter abermals angegriffen. Peter war praktisch wehrlos. Doch als der Kapitän gerade mit seinem Schwert zustechen wollte, erklang auf einmal ein Ticken. Ein Ticken aus dem steinernen Krokodil, das genau hinter dem Piratenanführer stand. Hallo, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack-Uhr. Hook hat Angst vor einer alten Uhr. Oder nicht. Oder er hat Angst vor der Zeit. Die tickt davon. Tick! Was ist hier passiert? Was geschieht mit mir? Krokodil aus Stein war plötzlich mit dem offenen Maul voran, genau auf Captain Hook zu, umgekippt und hatte ihn mit Haut und Haaren verschlungen. Erschreckt und erleichtert zugleich blickten alle auf das regungslose, steinerne Untier. Hook ist weg! Bangerang! Aus mit Hook! 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 Es liebe Peter Pan! Aus mit Hook! Es liebe Peter Pan! Was hast du, Peter? Ich kann nicht länger spielen. Ich bin fertig mit dem, was ich tun wollte, und ich muss wieder zurück. Nein, Peter. Nein, Peter. Nein. Glöckchen,
Gib meinen Kindern das Leuchten. Jack, Maggie, alles, was ihr jetzt braucht, ist ein wunderbarer Gedanke. Dann werdet ihr fliegen. Mami! Mein Dad. Peter Pan. Wow! Glöckchen, du kennst den Weg. Ich komme euch sofort nach. Geh doch nicht weg von uns. Und sag uns nicht Lebwohl. Was ist Lebwohl? Das heißt, er geht weg. Er verlässt uns. Er wird uns vergessen, genau wie vorher. Ich werde im ganzen Leben die verlorenen Jungen nicht vergessen. Niemals. Und wer soll euer Anführer sein? Ein paar Mal ging Peter vor den verlorenen Jungen auf und ab und blieb schließlich vor dem dicksten der kleinen Helden stehen. Du wirst von jetzt an auf jeden aufpassen, der kleiner ist als du. Okay. Auf wen soll ich denn aufpassen? Immer fliegen. Klitzekleine. Das war ein ganz tolles Spiel. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Peter hatte winkend vom Boden abgehoben und flog erst langsam, dann aber immer schneller werdend, davon. Die verlorenen Jungen blickten ihm nach, solange sie ihn sehen konnten. Doch schließlich war er aus Nimmerland verschwunden und befand sich auf dem Weg nach London. Dort war Glöckchen mit den Kindern inzwischen angekommen. Jack und Maggie lagen schon wieder in ihren Betten und schliefen. Moira, ihre Mutter, hatte zwar die ganze Nacht im Kinderzimmer auf einem Stuhl gesessen, war dann aber doch eingeschlafen. So hatte sie von der Rückkehr ihrer Kinder noch immer nichts bemerkt. Als sich beim Morgengrauen plötzlich leise die Tür öffnete und Großmutter Wendy in das Zimmer kam. Oh, hast du die ganze Nacht denn nicht geschlafen, du armes Kind? Ich sehe sie im Traum so oft im Bett liegen und schlafen. Und wenn ich dann aufwache, sehe ich sie noch. Mami! Moira weinte vor Freude und nahm die Kinder in ihre Arme, während Großmutter Wendy vor dem geschlossenen Fenster stand und an Peter dachte. Aber auch der war inzwischen wieder in London eingetroffen. Er stand unten vor dem Haus und sprach noch ein paar letzte Worte mit Glöckchen. Glöckchen! Sag es, Peter. Sag es und meines. Ich glaube fest an Elfen. Kennst du den Platz zwischen Schlafen und Wachen? Den Platz, wo deine Träume noch bei dir sind? Dort werde ich dich auf ewig lieben. Peter Pan, dort werde ich auf dich warten. Wie benommen sah Peter der davonschwebenden Elfe nach, bis sie schließlich zwischen den verschneiten Dächern Londons verschwunden war. Doch dann kam er wieder richtig zu sich und war plötzlich so übermütig, dass er zu Nana in die Hundehütte kroch. Nana, hey! Oh, krieg ich einen Kuss? Na komm her, du alte Sapperpumpe! Mickey Murray. Glöckchen? Aha. Fred, Tag! Sag bloß, du warst die ganze Zeit dran. Aha, mir geht's wunderbar. Ja, Nimmerland. Aha, die verlorenen Jungen. James Hook, tödliches Duell, Details liefere ich nach. Hör zu, ich plaudere ja gerne. Aber gerade jetzt muss ich einen Regenabfluss raufklettern. Wieso? Weil mein Elfenstaub alle ist und so dich fliegen. Pff, wieso? Was ist hier?
Mit diesen Worten steckte Peter das Funktelefon, das er kurz zuvor aus dem Schnee aufgehoben hatte, in die Tasche und begann nun, die Regenrinne in Richtung Kinderzimmer hinaufzuklettern. Dort waren die Kinder gerade dabei, ihrer Mutter und ihrer Großmutter von den Erlebnissen der Nacht zu erzählen. Großmutter, da war auch das Krokodil. Und sie wollte, dass ich ein richtiger Pirat bin. Maggie Mora Jack, ein Großmutter Wendy. Ja, und gerade als wir mal bitte! Entschuldigen Sie bitte, hatten wir einen Termin? Was sage ich dir jeden Tag über dieses Fenster? Das bleibt immer offen! Ihr dürft es niemals im Leben wieder tun! Peter stockte. Langsam ging er auf Moira zu, die Frau, die er über alles liebte, und nahm sie zärtlich in die Arme. Doch auf einmal läutete wieder das Funktelefon. Warte, ich muss rangehen. Brad? Willst du wissen, was für ein völlig ekstatisches Gefühl wirkliches Fliegen ist? Pass auf! Und diesmal war es Peter, der das Telefon in hohem Bogen aus dem Fenster warf. Begeistert und voller Freude sahen ihn Wendy, Moira und die Kinder an. Nur der alte Doodles, der der offenen Tür stand, machte ein trauriges Gesicht. Wo bist du nur gewesen? Wann du willst, Maggie, bis ans Ende der Welt und wieder zurück. Hallo, Peter. Zum Abenteuer war ich wieder nicht da. Ist doch so. Das hier gehört, glaube ich, dir. Guck doch! Jetzt guck doch! Jetzt kriege ich endlich meine Mumme wieder zusammen, wenn ich guck doch hier! Jetzt habe ich sie endlich alle wieder beisammen! Hallo, Junge. Hallo, Wendy, Dame. Gib uns einen Schmus. Junge, warum weinst du denn? Ich weiß es nicht. Eine Träne für jeden wunderbaren Gedanken. Eine für mich? Und eine für mich? Und eine für mich? Und eine für mich! Wiedersehen! Vielen Dank! Glück für den Tag! Tja, mit den Murmeln hatte Toodles nun endlich auch alle seine wunderbaren Gedanken wiedergefunden. Wie in alten Zeiten konnte er nun auch wieder fliegen. Und so flog er laut lachend zum offenen Fenster hinaus, während Großmutter Wendy leise neben Peter trat. So, deine Abenteuer sind zu Ende. Oh nein, das Leben wird ein furchtbar aufregendes Abenteuer. Ja, nun bestimmt. Denn Peter hatte endlich zu seiner Familie zurückgefunden. Bestimmt würde er nie mehr ein Baseballspiel seines Sohnes verpassen. Und bestimmt würden nicht wieder Jahre vergehen bis zum nächsten Besuch in London bei Großmutter Wendy. Und wer weiß, vielleicht würde es irgendwann auch noch mal ein neues Abenteuer in Nimmerland geben, wo die verlorenen Jungen für ewig und alle Zeiten einen Platz in ihren Herzen bewahrten. Einen Platz für den unvergessenen Helden Peter Pan.